hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Gibt es eine 5D-Blaupause für euch und die Menschheit? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 21. Mai 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr, dass so viele von euch die verschiedenen möglichen Zeitlinien erforschen, die ihr vor euch habt, denn wir wissen, dass viele von euch zu der Wahrheit erwacht sind, dass es nicht nur eine Zukunft für euch oder die gesamte Menschheit gibt. Und wir sehen, dass ihr euch immer mehr auf die Realität konzentriert, die ihr erleben wollt, anstatt euch der Vorstellung hinzugeben, dass ihr eine bestimmte, vorbestimmte Realität erleben müsst. Das mag in allen euren früheren Leben auf der Erde in der dritten Dimension der Fall gewesen sein. Bevor ihr euch auf den Weg gemacht habt, um diese Leben zu leben, habt ihr vielleicht für jedes Einzelne einen Plan erstellt, an den ihr euch gehalten habt, weil ihr wusstet, dass es eurem Bewusstsein dient. Ihr wusstet, dass ihr bestimmte Erfahrungen machen musstet, um eure Stempelkarte sozusagen auszufüllen, aber dies ist keines dieser Leben. Dies ist ein Leben, in dem sich alles verändert, auch das Mitspracherecht, das ihr jetzt auf der Erde habt, wenn es darum geht, was als nächstes mit euch geschieht. Ihr denkt vielleicht, dass ihr selbst entscheiden könnt, was als nächstes passiert, aber ihr glaubt vielleicht auch, dass, weil sich die Menschheit als Kollektiv wandelt, es sicherlich Erfahrungen gibt, die ihr alle als Kollektiv machen müsst. Aber das ist nicht der Fall. Ihr wählt, auf welche Version des Kollektivs ihr euch einlasst und damit auch, welche Erfahrungen ihr als Teil dieses Kollektivs machen werdet. Wenn ihr gut über eure Mitmenschen denkt, könnt ihr eine bessere Realität mit ihnen erleben. Wenn ihr auf eure Mitmenschen herabblickt, werdet ihr euch weiterhin wundern, warum sie dem Rest von euch, der wach ist, alles vermasseln. Ihr wollt alles anheben, nicht nur eure Schwingung und euer Bewusstsein, sondern auch eure Erwartungen an eure Mitmenschen. Seht sie als Menschen mit all diesen potenziellen Erweckungserfahrungen, die sie erst noch erschließen müssen, die aber dazu bestimmt sind, sie zu erleben. Seht, wie sich das Bewusstsein des Kollektivs mit euch nach oben bewegt und seht euch selbst als Vorreiter, aber wisst, dass ihr als erwachtes Kollektiv nicht ganz allein dasteht. Jeder ist da, um der Erfahrung des Aufstiegs auf seine eigene Weise zu dienen. Jeder verhält sich genauso, wie ihr es braucht, um euch das zu geben, was ihr braucht, um spirituell zu wachsen. Ihr seid diejenigen, die den Wandel herbeiführen, die entscheiden werden, dass der Weg für die Menschheit glatt, einfach und freudig verlaufen kann, wenn ihr anderen mit eurem eigenen Bewusstsein stand, mit den Geschichten, die ihr über eure eigenen Erfahrungen erzählt und mit eurer Fähigkeit, Raum für alle zu schaffen, vor allem für diejenigen, die am wenigsten zurückblicken, helft zu erwachen. Wenn ihr sie als einen Teil von euch selbst sehen würdet, wäre es für euch einfacher zu erkennen, dass sie euch brauchen. Sie brauchen eure Hilfe, sie brauchen eure positiven Erwartungen an sie, und sie brauchen euch, um eure Schwingung in der höchstmöglichen Frequenz zu halten, was ihr nur tun könnt, wenn ihr sie alle als Wesen der Quellenenergie seht und nicht als diejenigen, die dem Rest von euch alles vermasseln. Dafür seid ihr auf die Erde gekommen und wir glauben an euch, selbst in den Zeiten, in denen ihr nicht an euch selbst glaubt. Deshalb bittet uns um Hilfe, um diese Vision aufrechtzuerhalten, denn wir wissen, dass die Menschheit, so wie ihr sie erlebt,
den Bewusstseinswandel auf die schönste Weise erfahren kann. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.